Herzlich willkommen bei meinen 5 guten Gründen für. Heute geht es um die Fußballfrauen-Europameisterschaft in Holland. Ich war jetzt schon zweimal im Einsatz mit dem ORF bei der Frauen-EM, beim Eröffnungsspiel Holland-Norwegen und beim ersten Spiel der Österreicherinnen. Und deswegen präsentiere ich jetzt die 5 guten Gründe, warum du unbedingt die Frauenfußball-EM schauen solltest. Grund Nummer 1. Unsere Österreicherinnen haben sich nicht nur das erste Mal überhaupt für so ein Turnier qualifizieren können, sondern sie sind auch gleich richtig geil in das Turnier reingestartet. Gegen einen der so geheimen Mitfavoriten, gegen die Schweiz, haben sie mit einem 1:0 Auftaktsieg überraschen können. Und das höchst verdient. Also sie haben richtig gut aufgespielt mit situativem Pressing, den Gegner immer wieder aus dem Konzept gebracht, mutig nach vorn gespielt, einige Chancen herausgespielt. Und ja, sehr leidenschaftlich sie für das belohnt, was sie in der Qualifikation erarbeitet haben. Und das macht definitiv Lust auf mehr. Grund Nummer 2, unsere österreichische Frauschaft, unser Frauennationalteam, ist nicht nur ein sehr erfolgreiches, sondern auch ein überaus sympathisches Team. Ich bin jetzt seit mehreren Wochen Follower des Teams und ja, verfolge eben, wie sie in Interviews auftreten, wie sie miteinander umgehen, auch zwischen Trainer und Mannschaft. Und man merkt wirklich, das ist ein eingeschworene Einheit, die haben richtige Gaudi miteinander und leben ihren Traum. Ist für viele natürlich das größte Highlight ihrer Karriere. Und ja, da spürt man diese pure Dankbarkeit für diese Bühne, für dieses Erlebnis. Und ja, macht auf jeden Fall Spaß, dieser Gruppe, dieser Frauschaft zuzuschauen. Und genau das ist, glaube ich, eine wichtige Basis, um weit zu kommen. Man darf auch nicht vergessen, bei so einem Turnier, man ist lange zusammen, sie haben schon lange Vorbereitung hinter sich. Das birgt ja immer die Gefahr eines Lagerkollers und ich glaube, gerade das ist in diesem Team nicht wirklich eine große Gefahr. Man spürt wirklich, dass die gern miteinander Zeit verbringen. Oder spätestens nach dem Video von der Busfahrt, der legendären Busfahrt nach dem Spiel, wo sie gesungen haben und gefeiert haben, weiß man Bescheid, spürt man, dass dieser Zusammenhalt in der Mannschaft so richtig da ist. Der dritte Grund, warum du diese Frauen eben nicht verpassen solltest, ist, dass sich der Frauenfußball in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt hat. Also ich kann mich erinnern, als ich noch gespielt habe vor 5-6 Jahren und ich so beim Durchzeppen beim Frauenfußball hängen geblieben bin, war da schon ein Riesenunterschied zu erkennen zwischen Frauen- und Männerfußball. Wobei da der Fehler wiederum bei mir liegt, weil man das gar nicht vergleichen sollte. Wir ja komplett unterschiedliche physische Voraussetzungen haben und das deswegen schon unfair ist zu vergleichen. Aber wenn überhaupt man vergleicht, dann mit dem Frauenfußball eben vor 5 oder 10 Jahren. Und da ist die Entwicklung einfach enorm. Also mit dem Fußballzentrum, Frauenfußballzentrum in St. Pölten ist da in Österreich einiges weitergegangen und international sowieso. Also wenn man den Deutschen, den Amerikanerinnen, den Franzosen, also Französinnen zuschaut, dann sieht man, dass das mittlerweile ganz anderer Fußball ist als noch vor einigen Jahren. Spannend an dieser Stelle ist auch, dass Frauenfußball ja ganz lange in ganz vielen Ländern nicht nur nicht gefördert wurde, sondern überhaupt verboten war. Also war allgemeine Meinung, Fußball ist Männersport, hat nichts bei den Frauen verloren und ja, dementsprechend sind die Frauen eben auch nicht gefördert worden und geht es jetzt so in den letzten Jahren erst so richtig los und kann man sich nur vorstellen, was da noch für Riesen Potenzial herrscht, wie weit das noch nach oben gehen kann. Mein Grund Nummer 4 ist, dass nach meinem Gefühl bei den Frauen das Spiel, der Fußball an sich, noch viel mehr im Vordergrund steht. Viel weniger äußere Faktoren da eine Rolle einnehmen, egal ob es Medien sind, die beeinflussen, ob es Machtspielchen innerhalb eines Teams sind oder überhaupt das Thema Geld, das ja bei den Herren sehr stark dominiert, vor allem international. Man spürt wirklich, die Mädels stehen am Platz, wollen Freiheit haben, wollen sie weiterentwickeln und das ist für mich so nur die pure Leidenschaft am Spiel, weil einfach der Fokus automatisch gegeben ist und die Gefahren nicht groß sind, dass man sich irgendwie ablenken lässt von anderen Themen und ich finde, das spürt man und das macht richtig Spaß, dem zuzuschauen. Und abschließend noch mein Grund Nummer 5, warum du dir diese Frauen-Europameisterschaft nicht entgehen lassen solltest, ist, dass wir ein richtig cooles Team haben beim ORF, das diese Spiele überträgt, analysiert. Also angefangen von unseren beiden wunderbaren Moderatorinnen, der Alina Zellhofer und der Christina Inhoff. Aber auch unsere neue Fußballexpertin, die Elisabeth Tieber, die neu im Team ist. Und die ihre Sache, finde ich, richtig gut macht, die selber bis vor einem Jahr noch in diesem Frauennationalteam gespielt hat.
ihre Karriere beendet hat und mittlerweile berufstätig ist und studiert und ganz einen spannenden Weg hat. Also die war in Österreich Fußballerin, die hat dann in Deutschland, in der Schweiz und in Finnland auch gespielt und da ganz viele Erfahrungen und Eindrücke mitgenommen, die sie jetzt mit uns jeden Tag teilt bei den Spielen. Ja, und es macht richtig Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Heute auf jeden Fall unbedingt einschalten. ORF1, Primetime, 20:15 Uhr. Österreich spielt gegen den großen Favoriten Frankreich. Daumen drücken und hoffen wir, dass unsere Mädels den Aufstieg ins Viertelfinale schaffen.